Hello und Alaf. Also, Bastian Lüttke an meiner Seite heute. Hallo an alle. Genau, wir haben gerade schon festgestellt, wir sind beide nicht wirklich so die Faschings- und Karnevalstypen. Ja, auch wenn ich aus einer kleinen Hochburg komme in Trier, aber naja, ist nie an mir, ist mir nie nahe gekommen, wirklich, muss ich echt sagen, aber na gut. Was sagst du jetzt zu meinem tollen Kostüm hier? Wunderschön, also ich sage, ich hätte dich kaum wiedererkannt. Ja, und ich muss sagen, du hast ein tolles T-Shirt an. Ja, ne? Extra für dich heute mal in Memoriam. Weltklasse. Wir müssen gucken, dass wir uns hier noch verstehen. Ja, die Zuschauer zu Hause mit Sicherheit, weil der DJ gerade ein bisschen Amok läuft hier mit Karnevalsmusik. Ja, du hast uns auch tolle Neuigkeiten mitgebracht aus Trier. Exklusiv erfahrt ihr heute, wer verlängert hat bei den Dolphins. Genau, wir haben zwei Verlängerungen heute zu vermelden. Einmal Mariska Bayer hat ihren Vertrag jetzt mal mindestens um ein Jahr verlängert. Und Matthias Heimbach hatte in der letzten Woche schon sein Go gegeben für das neue Jahr, sodass wir jetzt in die neue Saison dann auch mit dem jetzigen Kader quasi gehen können. Mal gucken, vielleicht werden noch ein, zwei neue dazukommen. Ja. Müssen wir nach der Saison mal gucken, was Ihr da habt ist. Ja auch diese Saison schon einen Schwerpunkt auf Kontinuität gelegt. Ne, Mariska war ja Kurzeinsätze letzte Saison. Genau, letztes Jahr drei Einsätze hat sie bei uns gehabt. Genau. Und habt jetzt viele auch verlängert, beziehungsweise aus der letzten Saison mitgenommen. Wie wichtig ist es bei euch, der Mannschaft auch sowas wie ein Gesicht zu geben? Klar, das hatten wir in Trier jetzt die letzten Jahre ja nicht. Dann haben wir immer wechselnde Spieler gehabt, immer nur Einjahresverträge. Dann sind die Spieler teilweise ins Ausland gegangen, teilweise auch Liga-intern gewechselt. Ist natürlich für uns enorm wichtig, dass wir eine Mannschaft haben, einen Kern haben, den wir auch um Dirk und Diana, die jetzt schon jahrelang bei uns sind, aufbauen können. Klar, macht das Arbeiten natürlich mit der Mannschaft auch für Dirk einfacher, wenn er die Leute schon kennt. Sieht man, glaube ich, auch dieses Jahr an den Leistungen, dass wir da durch die Kontinuität da dieses Jahr ganz gute Leistungen gebracht haben und jetzt auf Platz 3 stehen. Wir hoffen mal, dass es dann nächstes Jahr ähnlich weitergeht. Ja. Wie hast du davon erfahren, dass der Dirk nicht weitermacht im National-Jersey? Beziehungsweise wie merkst du das jetzt an seiner Arbeit im Verein? Merkt man, dass er mehr Zeit hat oder hat er sich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit für sich genommen? Dirk, also wir sind ja eh ein kleines Team, was das Management angeht. Dirk gehört ja auch noch dazu. Da redet man natürlich intern auch, weiß schon ein bisschen länger oder wir wussten Trier schon ein bisschen länger, dass er mit dem Gedanken spielt. Jetzt hat es Nico Zeltinger und dem Team gesagt, ist seine Entscheidung. Ist natürlich schade, weil ich glaube, der deutsche Rollstuhlsport verliert damit einen großen Spieler. Aber klar, Dirk arbeitet noch voll nebenbei, hat im letzten Sommer auch pausiert. Hat gemerkt, dass es seinem Körper besser geht dadurch. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Sorry, Dirk. Aber er hat jetzt die 40 auch schon überschritten. Ja. Und er braucht einfach auch mal die Pausen. Er braucht die Zeit für sich. Fährt jetzt länger in den Urlaub. Arbeitet 40 Stunden. Inwieweit sein Chef da natürlich eine Rolle mitspielt, der ihm natürlich auch nicht immer freigeben kann. Ja, ich meine, wir trainieren auch tagsüber, nicht nur abends. Da brauchst du halt schon einen Arbeitgeber, auch der sagt, okay, ich lasse es zu, gehe 3 Stunden zum Training, komme dafür morgens 3 Stunden früher. Ja. Das geht natürlich auch irgendwann auf die Substanz. Und wir im Verein waren jetzt nicht überrascht, dass er diesen Schritt wagt. Ist traurig, aber jetzt hat er auch natürlich mehr Zeit dann für die Dolphins. Ja. Kann sich da voll einbringen und kann nebenbei noch voll arbeiten. Also hat er sich auch verdient. Wie hast du ihn eigentlich so kennengelernt? Oder wie lange bist du jetzt schon dabei bei den Dolphins? Du bist ja zweiter Vorsitzender. Genau, ich bin jetzt im 6. Jahr bei den Dolphins. Bin eigentlich über die Pressearbeit in Trier dazu gekommen. Hab beim Localo, das ist eine Online-Nachrichtenplattform in Trier, dort die Berichte über die Dolphins geschrieben, die Interviews mit Dirk gemacht und mit den Spielern. Und irgendwann kam Ottmar, unser erster Vorsitzender, hat gesagt, Basti, hast du nicht Lust, die Pressearbeit für uns zu machen? Und ich habe dann vielleicht auch geistiger Umnachtung damals gesagt, klar. Wahrscheinlich hast du Karnevalsmusik. Genau, kann ja nicht so viel Arbeit sein. Und bin im zweiten Jahr dann auch direkt mit in erweitert Management gekommen und seit letztem Jahr jetzt zweiter Vorsitzender. Macht riesig Spaß, ist viel Arbeit in Trier, weil die Strukturen da vielleicht ein bisschen anders sind als in Wetzlar oder Elxleben. Ja. Aber macht riesig Spaß und ich werde da auch die nächste Zeit, glaube ich, nicht weggehen dann. Was haben die Dolphins für ein Standing in der Stadt selbst? Also die Gladiators, das sind genau, wir haben die Gladiators beziehungsweise waren ja, ich würde sagen, bankrott, aber sind dann aus der Bundesliga, jetzt in der Pro A haben sie einigermaßen gefestigt. Genau. Wie ist da so die Basketballsituation an der Mosel? Also die Basketballsituation ist eigentlich ganz gut. Wir arbeiten auch eng mit den Gladiators zusammen, auch bei der Sponsorensuche oder gemeinsamen Events. Wir haben natürlich mit den Gladiators in der Pro A, mit der Eintracht im Fußball und die Mietzen, Handball, zweite Bundesliga der Damen,
haben wir natürlich 4 große Sportvereine in Trier. Da ist aber auch kein Konkurrenzgedanke da. Wir arbeiten mit allen Vereinen zusammen, planen jetzt gerade noch eine Sportstadt Trier, dass wir da die Kräfte auch ein bisschen weiter bündeln noch. Und also da gibt es keinen Konkurrenzkampf. Wir arbeiten wirklich Hand in Hand da mit den Gladiators zusammen. Wäre auch schön, wenn die auf Dauer gesehen mal wieder erste Liga spielen würden. Ist natürlich so eine Sache, da hast du starke Mannschaften von oben und in der Liga, die dagegen sind. Aber das ist kein Konkurrenzgedanke, klar. Wir spielen teilweise parallel, was schade ist, weil wir auch gemeinsam Aktionen, Ticketaktionen gemacht haben. Aber da kann man sich nicht immer abstimmen. Die RBBL und die BBL ist da recht eigen, was die Terminvergabe angeht. Beziehungsweise die RBBL würde es wahrscheinlich noch mit sich machen lassen, aber die BBL ist da immer ein bisschen komplizierter. Genau, ja. Wie läuft das eigentlich bei euch jetzt ab mit den Spielern? Ne? Also Matze Heimbach wohnt ja in Augsburg, der pendelt. Genau. Mariska, wo wohnt die eigentlich, auch in Holland? Oder? Die wohnt auch in Holland, die ist immer, kommt mittwochs immer zu uns, trainiert vorher in Papendal mit der Nationalmannschaft, fährt immer nach dem Spiel dann nach Hause, also nach Papendal ins Trainingszentrum und kommt dann mittwochs abends immer zum Training bei uns vorbei. Matze ist genau das Gleiche, je nachdem, wo wir spielen. Also wenn wir in München spielen, fährt er natürlich direkt nach Augsburg zurück, macht Sinn. Teilweise bleibt auch das Wochenende in Trier, hat dann da auch eine Wohnung, sodass wir das Team eigentlich schon ab montags fast komplett haben, bis auf Mariska. Das hatten wir jahrelang mit Frank de Jong, als er noch bei uns gespielt hat, und Matthias Beller. Die kamen beide erst am Donnerstag. Das ist dann natürlich dann trainingsmäßig nicht so gut, wenn 2 Starting-5-Leute fehlen und erst Donnerstag ins Training kommen. Aber im Augenblick ist das so eine Regelung, mit der wir gut leben können, dass Mariska immer erst mittwochs kommt. Ein paar Leute aus der zweiten hier noch mittrainieren, da haben wir schon mal 11, 12 Leute im Training. Ist halt besser, wenn du mit 5 Leuten, als wenn du mit 5 Leuten da stehst. Was sagst du eigentlich zu eurem neuen Lieblingsgegner, dem RSV Landil? Warst du da? Ich war beide Spiele da, ja. ja, erstes Spiel sensationell, also hätte auch keiner mit gerechnet. Klar, wir wussten, dass wir dieses Jahr, glaube ich, eine Mannschaft haben, die stark ist, die auch gut mithalten kann in der Liga. Unser Ziel war ja von Anfang an erstmal weg von den unteren Tabellenplätzen. Dass es gegen Landil dann so geklappt hat, wir haben vor dem Spiel gesagt, wir brauchen einen Sahnetag, Landil braucht eine schlechte Trefferquote. Genau so ist gekommen. Dass wir dann mit 21 Punkten Unterschied gewinnen, war natürlich grandios. Rückspiel hätte man auch nicht verlieren müssen. Ja. Also, waren wir auch lange Zeit vorne. Hatte die Expert Coach oder woran es lag? Ah, es lag wirklich in dem Spiel an Mikey Pay, glaube ich, der im letzten Viertel 3 Dreier geschossen hat und dann von 11 auf 2 Punkte verkürzt hat. Sondern das nagt natürlich schon. Es geht schon in den Kopf, wenn du sagst, du warst eigentlich 39 Minuten vorne und dann fängt das Zittern an. Und wir haben ein junges Team. Da hat es vielleicht mit Nerven noch nicht ganz geklappt, aber ich sag mal, wir haben ja hoffentlich noch 2 bzw. 3 weitere Möglichkeiten in den Playoffs dann zu zeigen, dass wir Landil auch in der Serie schlagen können. Ja, wäre natürlich schön für uns, das wäre natürlich gut. Und wie geht es perspektivisch jetzt bei euch weiter? Ich sag mal, Dirk Passiwan hat ja seinen Rücktritt erklärt aus der Nationalmannschaft. Wie lange macht er jetzt eigentlich noch? Also ist ja alles so, ich will jetzt sagen, um ihn rum aufgebaut, aber er ist natürlich die Person genauso wie sein Vater, um die sich ein Stück weit alles dreht. Habt ihr da schon zusammengesessen im Vorstand und irgendwelche Pläne gemacht, so nach der Ära Dirk Passiwan oder sagt man da? Nein, aber klar macht man sich Gedanken, wie man reagiert, wenn Dirk gesundheitlich vielleicht auch nicht mehr so kann oder vom Job her nicht mehr so voll einsteigen kann. Klar macht man sich Gedanken, aber Dirk fühlt sich noch fit, hat die Sommerpause gut genutzt, wird die nächste Sommerpause gut nutzen. Wird uns hoffentlich noch ein paar Jahre zur Verfügung stehen. Ich glaube, wenn man sich fit fühlt, ist man auch nicht zu alt. Da gibt es kein Alter. Das sieht man an Dirk Köhler in Wetzlar, der wahrscheinlich noch spielen wird, wenn er seinen 60. feiern wird. Nein, aber klar macht man sich Gedanken. Aber im Augenblick sind wir so aufgestellt und verbleiben auch so, dass Dirk die nächsten Jahre noch bei uns bleiben wird. Okay. Klar, wir haben jetzt für nächstes Jahr das Team schon, den gut, Kern schon da, kann man perspektivisch sehen, Corey ist noch jung, Ryan ist noch relativ jung, Jack ist noch jung, dass man sagt, da können die Spieler auch heranwachsen. Das haben wir in Trier jetzt schon die letzten Jahre gemacht, immer, dass wir sagen, wir haben junge Spieler geholt, die wir ausbilden können, und das wird auch unser Weg weiter sein. Das wird auch der Weg
danach sein, wenn Dirk dann irgendwann sagen wird, okay, ich bin raus aus dem Sport. Dann wird Dirk uns aber auch erhalten bleiben im Management, das hat er schon angekündigt. Und wird uns natürlich auch mit seinen Kontakten, seiner Erfahrung da weiterhelfen. Neues Team dann, ja. Um vielleicht Diana oder je nachdem, was dann in vier, fünf Jahren hoffentlich erst ist, ja, aufzubauen. Das wird ganz interessant, die Zeit danach. Aber wir machen uns da jetzt noch keinen großen Kopf drum, dass okay. Dirk jetzt nach der Saison plötzlich sagt, er hört auf. Das wäre schade. Ja. Dann würde Trier auch sein Gesicht ein bisschen verlieren. Ich meine, ihr habt das ja selber, der Thomas Krebs ja auch mit Passi-Wahnsinn immer beschrieben. Klar, er ist das Gesicht der Mannschaft, aber wir haben auch Spieler 3, 4 und 5 dahinter, die alle das Team auch ein bisschen führen können. Okay. Und wir hoffen, dass die rangezüchtet werden dann Richtig. Von Dirk. Du hast ja gesagt, Mariska Bayer hat jetzt verlängert, Matze Heimbach auch. Wie weit seid ihr jetzt mit den anderen, mit Corey Rossi? Kannst du vielleicht noch ein, zwei Sätze zu ihm sagen? Wie seid ihr auf ihn aufmerksam geworden? Genau, Corey wie zufrieden seid ihr hat mit noch Vertrag für nächstes Jahr. Ah, okay. Genau, also wir sind jetzt alle noch, der Jack, Ryan und Corey haben noch Vertrag für nächstes Jahr. Okay. Also wir bleiben wirklich so zusammen, wie wir auf ihn aufmerksam geworden sind. Das war eigentlich über Ryan, unseren anderen Ami. Die zwei kennen sich aus dem College und aus den Staaten. Und im letzten Jahr war Corey im Probetraining bei uns. Er war zu Besuch bei Ryan, hat gesagt, er bringt seinen Stuhl mit und hat überzeugt im Training mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Übersicht natürlich auch als junger Spieler schon sehr weit. Und wir haben direkt nach dem zweiten Probetraining gesagt, so jung wie sieht aus, hast du nicht Lust? Und er hat sofort zugesagt, sein Onkel war noch da, mit dem haben wir dann noch alles besprochen. Und es ging eigentlich relativ schnell und wir sind mit seiner Leistung sehr zufrieden, mit seiner Entwicklung, die er jetzt auch genommen hat, die er immer noch nehmen kann, glaube ich, sind wir sehr zufrieden und er ist ein Schlüsselspieler bei uns, ganz klar. Ja, hat eine super, super Performance hingelegt, jetzt die Hinrunde und auch das, was wir jetzt gesehen haben von der Rückrunde. Kannst du noch ein, zwei Sätze dazu sagen, wie du zufrieden bist? Also persönlich und ich spreche, glaube ich, auch für das komplette Team drumherum, sehr zufrieden mit der Leistung der Gesamtmannschaft, Corey natürlich. Mit seiner Schnelligkeit, er setzt sehr schnell sehr gute Picks auch, ermöglicht uns immer wieder freie Schüsse. Ja. Ich glaube, da können wir nichts Gegenteiliges sagen, wenn wir sagen, wir sind hochzufrieden mit Corey in dieser Saison. In der Hinrunde stark, in der Defensive vor allem, in der Offensive hat er geholfen, Punkte zu erzielen. Und nach der Winterpause hat er jetzt auch angefangen selber zu scoren. Okay. Also, wenn man sieht, als Lowpointer 20 Punkte teilweise in den Spielen. Klar, kann man nur glücklich sein, dass man so einen Spieler dann hat. Und hoffentlich ist er noch länger in Trier dann. Dann würde ich dir überlassen, ihr kriegt es jetzt auch gleich noch eingeblendet, die Starting Five aus Trier kurz anzusagen für die Zuschauer zu Hause. Also, Trier startet mit. Wir starten heute wieder mit Dirk Passivan. Diana Dazite wird wieder spielen, genauso wie Mariska Bayer. Und dann unsere beiden Lowpointer, Matze Heimach und Corey Rossi, die heute starten werden. Und ich hoffe, wir werden genauso starten wie vielleicht im Hinspiel. Aber ich denke, es wird ein engeres Spiel und ein knappes Spiel, interessantes Spiel für, glaube ich, alle Zuschauer in der Halle oder auch draußen. Werden wir gleich sehen. Ich habe noch die Starting Five aus Wiesbaden für euch hier auf dem hochprofessionellen Müsli-Deckel. Wir haben Malsi, Palmer, Güntner, Gray und Ambacher, die starten werden für die Rhinos. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir zwei drehen uns jetzt um. Und bis zur Halbzeitpause, beziehungsweise dann zum Schluss. Gleich. Ja. Bastian, schön, dass du dir die Zeit genommen bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Wer so ein T-Shirt anhat, ist ja, gut, willkommen. Ja, das ist natürlich. ich werde es jetzt immer anziehen. Oh, wir sehen Frau Briesmann hier. Ja. Mit tollem Kostüm. Und hoffentlich kommt sie bald wieder. Und genau, und Neon. Neongelben, gut. So, mit der 7 Marvin Malsi. Sven Eckhardt mit der 5. Mit der Nummer 6 Jim Palmer. Mit der 7 Lukas Jung. So, Chris Spitz mit der 8. Und ich sehe, du hast dich akribisch vorbereitet. Ich habe mich akribisch vorbereitet, genau. Solche Gäste schätze ich. Ja. Das ist ja in der Spielvorbereitung, im Gameplan, haben wir sowas eher ausgedruckt. Von daher einfach mal mitgenommen.
Ja, Marina und du, ihr habt euch herzlich umarmt. Ihr kommt ja aus derselben Ecke, oder? Genau. Marina kommt ja aus Bitburg, ist ja nur 20, 25 Kilometer von Trier entfernt. Und ja, man kennt sich. Wir waren, das Lustige ist, Marina war auf dem Gymnasium, wo ich mein Referendariat gemacht habe. Also man kannte sich da schon, ist da okay. Über den Sport natürlich auch sich ein bisschen besser kennengelernt. Hat ja auch, ist öfter auch in Trier. Ihr Vater ist, ist auch bei unseren Spielen. Von daher ist ja eine kleine Gemeinde, Rollstuhl-Basketball. Man kennt sich ja dann auch untereinander noch. Ja, genau, mit Tommy Gray, der eine Trierer Vergangenheit hat, genau. André Hopp. Ja, und viele Marco. Bei euch gespielt, ne? Da kannst du ja vielleicht noch so ein paar Anekdötchen raus. Genau, das sind heute. Gut, die Hopp-Familie war ja vor meiner Zeit schon da. Da müsste Ottmar dann ein paar Sachen sagen. Nein, so, Tommy in Trier war ein super Kerl. Hätten wir auch gerne damals in Trier behalten. Aber es war ja damals in der Winterpause die Entscheidung, können wir die Saison zu Ende spielen oder geben wir euch Spieler ab? Ja. Mussten wir Tommy schweren Herzens damals gehen lassen. Hat sich in Trier schon gut entwickelt und zählt natürlich jetzt auch definitiv zu den Leistungsträgern in Wiesbaden. Ein cooler Typ. Ich habe ihn auf dem Rollstuhl auf dem Skateboard kennengelernt, ja. Damals in Trier. Bombentyp. Ja. Kann sich jede Mannschaft glücklich schätzen, so jemanden in der Mannschaft zu haben, definitiv. Ihr habt auch viele, viele Fans mitgebracht, ne? Also die Anhängerschaft in Trier gut vertreten heute hier. Ja, die Euphorie in Trier ist natürlich jetzt auch da. Wir hatten die letzten Jahre teilweise schwierige Spielzeiten. Dieses Jahr oder die letzten 2-3 Jahre läuft ja schon wieder besser bei uns. Und den kurzen Weg nach Wiesbaden, ich meine, wir sind jetzt 2 Stunden knapp gefahren. Ja. Kann man in Angriff nehmen. Freut mich natürlich, dass so viele aus Trier da sind, die Mannschaft dann unterstützen werden. Lautesten Fans, würde ich fast mal sagen. Also Familie Seglitz kenne ich ja. Familie Seglitz, genau. Sehr, sehr freundliche Menschen. Ja, Trier. Definitiv. Das ist halt auch das Gute. Ich glaube, das geht vielen Vereinen so, dass die Fans auch familiär sind. In Wiesbaden ja auch. In Trier genauso wie in vielen anderen Mannschaften. Dass da wirklich ein Familienbetrieb ist. Marina, ich werde nichts Böses über dich sagen, habe ich. Viele Grüße an Familie Mohnen, genau, rausrichten. Genau, an Mama Mohnen. An Mama und Papa Mohnen, genau. Ja, seid herzlich gegrüßt. Und müssen wir auflösen, wer denn die leckeren Kuchenrezepte, von wem sie die hat. Ja? Also ab und zu schleppt Frau Mohnen hier auch mal leckere Nussecken bzw. Kuchen an. Hat sie bei uns noch nie gemacht, aber. Ja, da will ich schon mal Gedanken machen. Müssen wir mal gucken. So, nach dem Spiel noch ein Wörtchen mit ihr reden. Ja, vielleicht können wir noch ein, zwei Sätze zur Tabellensituation sagen. Trier, Dritter, wenn ihr heute gewinnt, seid ihr. Fest in den Playoffs, ne? Habe ich gelesen im Vorbericht. Wiesbaden sieht so aus, direkten Vergleich gewonnen gegen Hamburg, die 2 Punkte hinter Wiesbaden rangieren. Also Wiesbaden hat selbst in der Hand, mit einem Sieg hier das Polster zu erhöhen. Ja, ich glaube, es ist eine interessante Ausgangsposition für beide Mannschaften heute, dass wir sagen, mit einem Sieg sind die Dolphins fest in den Playoffs, sind auch fest auf Platz 3 dann durch den direkten Vergleich gegen Wiesbaden und gegen Hamburg. Wiesbaden kann natürlich heute einen großen Schritt machen. Ja, ich glaube, das wird ein interessantes Spiel von der Konstellation. 3-4, Spitzenspiel der Liga. Zwei Mannschaften, die sich gut kennen, wissen, glaube ich, auch beide Trainer gut analysiert haben, aus dem Hinspiel die Fehler analysiert haben. Ich glaube, das wird ein interessantes Spiel auf Augenhöhe. Wir dürfen gespannt sein. Ja, wir freuen uns auf ein super Spiel. Werfen auch immer so ein bisschen den Blick hier nach rechts, wo die Kollegen vom Scouting sitzen. Wie es denn in Köln steht, auch interessante Partie. Köln gegen die Iguanas. Landil aktuell in Zwickau. Und um 18 Uhr dann Thüringen gegen Hannover. Morgen dann Raden nochmal gegen Hamburg. Genau. Und Zwickau spielt morgen, glaube ich, noch Nachholspiel.
Stimmt, genau. Hast recht. Wir haben auch noch nach dem Spiel. Genau. Ja, Doppel gegen Hannover. So, der Sprungball bei den Rhinos. Moritz Ammerer. Marvin Malsi. Ammerer. Tommy Gray. Marvin Malsi. Reinbach mit dem Rebound. Der Trier schön die Zone dicht gemacht. Ja, das ist, glaube ich, auch die Stärke von beiden Mannschaften, dass sie in der Defensive gut stehen. Wir haben es in der, die Dolphins haben im ersten Spiel, im Hinspiel geschafft, im ersten Viertel wirklich Gas zu geben. Ich glaube, das lässt. Ah, schöner Kopf von der Quasivan. Und der Quasivan. Das wird Marco Hopp auch analysiert haben, dass das erste Viertel das Grundlegende war im Hinspiel. Und das ist die Sache, die Tommy ausmacht, die Schnelligkeit in die Zone rein. War der Moment zu lang nachgedacht. So, hier der Quasivan geht ab. Diana da Zite. Und der Quasivan. Ja, gedeckt von Matze Gündner. Schön auf Corey Rossi, der macht die Punkte. 4:0 für die Gäste. Und das ist das, was Corey auch, Rossi auch ausmacht. Dieses Pick-and-Roll-Spiel mit Dirk auf der Seite. Ist schon schwer zu verteidigen für jede Mannschaft in der Liga. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann den größten Nachteil mit Tommy, einen, der natürlich mit Tempo in die Zone gehen kann. Anschlusstreffer von Moritz Ammerer. Ja, hier Fehlpass. Aufgepasst von Palmer auf Gündner. Moritz Ammerer. Kann den Ball nicht verwerten. Saubere Aktion. Das ist definitiv eine Schlüsselstelle, die Dolphins in diesem Spiel achten müssen. Das schnelle Umschaltspiel der Rhinos mit Amacher, mit Tommy Gray, die beide viel Tempo haben. Das wird interessant zu sein, wie dieses Umschaltspiel gestoppt werden kann. Ja, relativ kleine Aufstellung auch bei den Rhinos mit drei Dreiern. Nur ein Center mit Gündner, der jetzt hier einnetzt, hat den größten Vorteil gegen Heimbach. Sicherer Schütze. Matthias Gündner zum 4:6. Da zieht in der Zone Mariska Bayer. Ja, die Chance lässt sich nicht entgehen. Dafür ist sie aus der Distanz zu stark. Ja. Aber es ist ein Spiel, wie man es erwartet hat. Ist jetzt in den Anfangsminuten schon viel Tempo drin. Moritz Ammerer zieht durch, kann verwerten zum 6:8. Dirk Passivan, der vom Malsi bei ihm. So, immer noch Dirk Passivan. Das ist das, was du angesprochen hast, ne? Hier dieses Zusammenspiel mit Dirk Passivan und Corey Rossi. Das wird auch im Training jeden Tag trainiert. Klappt teilweise schon sehr, sehr gut. So, Foul jetzt von Diana Dazite. Ach, es ist schön jetzt für uns, weil die Trommel aufgehört haben. Ja. Und die Karnevalsmusik. Oh auch. Ja, richtig. So, Jim Palmer mit dem Einwurf. Tommy Lee Gray auf Matthias Gündner. Der ist sicher mit der Hand im Gesicht. So. Sind die größten Vorteile natürlich enorm gegen Matze. Ja. 8:8, Passivan mit dem Ball. So, Gündner, euer Pass ins Leere. Abgefangen jetzt von Ammerer. So, Gündner. Ja, Doppelpass mit Ammerer. Punkte, 8:6. Und Timeout Trier. Genau. Auszeit jetzt gleich reagiert.
Aber es ist ein 6-0-Lauf gewesen sein, jetzt glaube ich, der Rinos. Genau, 6-0-Lauf. Wie läuft da eigentlich die Kommunikation? Jetzt sagt dann Dirk dann an zum, wer ist dann euer Sprachrohr auf der Welt? Genau, heute ist Günther, der verlängerte Arm heute an der Seitenlinie. Sonst ist es immer Ottmar Passivan, der noch an der Seitenlinie steht als Co. Genau, das ist klar. Dirk weiß, wann er die Auszeit nehmen will. Kommuniziert das dann auch lautstark, genau. So wie man ihn kennt auch aus den vielen Jahren. Klar. Ja. Und wir haben hier Zwickau führt 39-34 gegen den RSV Lahn-Dill. Laut Scouting. Ja. Kleine, bis jetzt eine kleine Überraschung noch. Und in Köln steht's. Warte, das haben wir auch gleich für euch. Wenn es noch ein bisschen länger dauert, vielleicht habe ich einen Snickers zu Hause. Ist noch nicht online in den Stats, beziehungsweise im Scouting. Und wir sind auch zurück im Spiel jetzt. Ja, aber Zwickau führt gegen Lahn-Dill. Zeigt natürlich auch, wie eng diese Liga dies ja ist. Kölner führen 9-6 übrigens. Ja, die Liga ist definitiv enger geworden in den letzten Jahren. Klar hat man Mannschaften wie die Thuringia Bulls, die oben stark sind, auch verlieren können, hat man gesehen gegen Lahn-Dill. Richtig. Aber sonst ist wirklich die Liga unfassbar spannend. Ja, was einfach Spaß macht, muss man mal sagen, ja, als neutraler Fan. Das ist natürlich eine super Geschichte. Moritz Ammerer trifft seinen Wurf nicht. Dirk Passivan mit dem Ball auf der rechten Seite. Jetzt ab in die Mitte. Ah, das ist natürlich eine Lücke. Das sieht er natürlich, dass da die Lücke ist, stößt durch und kriegt seine Freiwürfe. Zu spät reagiert jetzt die Verteidigung der Wiesbadener. 10-10, Passivan an der Linie. Ich kann mich noch erinnern, wo war das in Rio, glaube ich, ne? Wo er so richtig aufgedreht hat gegen die Spanier oder was? Genau, was ja. Das war der Hammer. Also, ja, was ist jetzt? Dirk ist natürlich schon ein Spieler, der jeder Mannschaft, glaube ich, gut tun würde. Zweiter verwirft er. Ein Punkt Vorsprung für die Gäste aus Trier. Gray, Marvin Malzi, Amara. So, Günther jetzt auch wieder. Holt seinen eigenen Rebound. Passt auf Malzi. Raus wieder aus Amara. Gray. Und Günther. Ja, oh, schön gespielt. Pech im Abschluss. Den muss er normalerweise machen. Ja, das sind eigentlich zwei Punkte, die vielleicht am Ende wehtun können, aber... So, und Rossi kann er auch nicht verwerten, denn Isi holt sich zweimal seinen eigenen Rebound. So. Da haben die Wiesbadener Glück gehabt. Ja. Ja. Hat was getan für seine Offensivstatistik hier. Ja, ein paar Rebounds noch gesammelt. Ja, genau. Ärgert sich selbst. Aber geile Frisur hat er, muss auch mal sagen. Ja. Hey, die ist schon nice. Und, kann er hier mit Matt Scott mithalten. Jetzt geht's ja wieder, ist ja ein bisschen platt noch. Als wir ihn kennengelernt haben, hat er diese Prinz von BR Frisur gehabt, an der Seite rasiert und nach oben. Ja. Sah noch um einiges besser aus. Erinnert mich noch ein bisschen an den Sideshow von den Simpsons. Ja, genau. Erwartet enges Spiel, ne? wie erwartet wir es enge, genau. 12-11. Wiesbaden macht's clever in der Offensive. Ja, da zieht er ganz alleine da stehen, der kann schießen. Frei dürfen sie nicht lassen. Ja. Marco Hopzer, Jan will eine Auszeit haben. Das ist das, was Wiesbaden im ersten Spiel nicht geschafft hat. In der Offensive vor allem den Ball laufen zu lassen, Ball rotieren zu lassen, freie Schüsse zu suchen. Machen sie heute in den ersten Minuten sehr gut.
muss er jetzt nehmen. So, Hammer holt den Rebound, wird gefoult. Trier Fans sehen es ein bisschen anders, ne? Ja. Sei ihm gegönnt. Zweites Foul. Farblich bedingt dann anders gesehen. Aber ihr habt auch ein paar Verkleidete dabei, ne? Ich sehe hier einen Gefangenen. Ja? Ein Clown haben wir dabei. Ja. Genau. Und hier sitzen auch zwei Clowns. Das. Wenn schon mal Karneval ist, sollte man den Fans auch zugestehen, dass sie mal verkleidet kommen. Genau. Wurde ja auch, glaube ich, aufgerufen. Mirko Korda eskaliert hier gerade vor ja. uns. Regt sich auf über die destruktive Berichterstattung. Ich hoffe, das war sein Rucksack, den er jetzt gerade mitgenommen hat. Genau. Ich glaube, beide Seiten können noch nicht zufrieden sein mit ihrem Spiel, sei es in der Offensive oder in der Defensive. So wie ich bist du eigentlich zum Rolli-Basketball gekommen? War das dann über diese Pressarbeit? Genau, über die Pressarbeit. Ich habe dann auch ein halbes Jahr, nachdem ich angefangen habe als Pressesprecher, zum ersten Mal erst im Stuhl gesessen. Ja. Und du hast dich geschlagen? Ja, es ging da so. Da reden wir den Mantel des Schweigens drüber. Da reden wir nichts drüber. Also Oberliga wäre wahrscheinlich trotzdem noch zu stark für mich. Okay. Nein, ist natürlich schon was, ist was schon anderes. Krass, ne? Gell? Diese Koordination mit dem Sportgerät, das ist... Ich bewundere es auch die komplette Liga immer wieder, egal welchen Spieler, die Koordination mit dem Ball noch, also wenn man sieht, man muss vielleicht vielen, die jetzt heute zum ersten Mal ja dann dabei sind, so sagt, man muss wirklich den Ball haben und den Rollstuhl auch noch beherrschen können, also das ist schon eine Sache für sich. Und damit gilt es Bewunderung für alle Spieler in der Liga. Wie die mit dem Sportgerät umgehen können. Ausgleich 13 zu 13 hier im Klartal. Irino von rechts nach links und Trier, die Gäste von links nach rechts in schwarz. So, Rebound bei Tommy Lee Gray. Marina Mohn jetzt auf dem Court. Und André Hopp sehen wir auch. Also jetzt zwei. Da haben wir jetzt die Trier-Fraktion da. Also. Drei ehemalige aus Trier. Richtig. Oder aus der Region. Marco Hopp diskutiert hier mit Tommy Lee Gray. Rinos jetzt mit zwei großen Leuten, mit Marina Mohn. Und mit André Hopp, der gerade isoliert wird, hier von Mariska Bayer. So, Mariska Bayer. Ja, die kennen sich natürlich, ne? Mariska Bayer und Marina Mohn. Ja. Unzählige Battles auf internationaler Ebene mit der Nationalmannschaft. Immer auch spannende Duelle zwischen den Niederlanden und Deutschland bei den Damen. So, da haben wir Marina Mohn in ihrer Position. Ja, das ist natürlich Marina aus der Position frei zum Schuss. Ja. Foul von Jim Palmer. So, Einwurf für die Dolphins. So, Nick Passiman rüber auf die andere Seite zu Diana Dazite. Verwirft. Ball landet bei Maurice Amara, Schweizer Nationalspieler. Jetzt hier Late Call. Foul von Diana. Zweite Foul von Diana jetzt schon. Tommy Lee Gray, Marina Mohnen, jetzt von Mariska Bayer gedeckt, hoch zu Amara, Tommy Lee Gray. Ja, der Ball läuft gut bei Wiesbaden, muss man sagen, sie spielen schnell, haben auf beiden Seiten noch ein bisschen Pech im Abschluss vorne.
Ryan Wright auf den Passivan. Ja. Hamara hat gelegen, deswegen unterbrochen vom Unparteiischen. So, Dick Passivan mit dem Einwurf. Auf Ryan Wright. Diana Dazite. Dick Passivan. Wright. Dazite. Pelchen läuft. Und schön versenkt hier von Diana Dazite. Die auch erfolgreich war bei den Paralympics. Ja, nicht nur im Rollstuhlbasketball eine gute. Auch in der Leichtathletik sehr stark, mit dreimal Gold wiedergekommen und Weltrekord. Und Marina Mohn. Ja, Marina Mohn natürlich aus Mitteldistanz ist sie stark, wenn sie keinen Druck bekommt. Marco Hopp will das Haul haben. So. So. Mariska Bayer aus sicherer Position verwirft. Ja, erste Viertel rum. 17-17. Erwartet enges Spiel. Ich glaube, beide Mannschaften noch Luft nach oben. Es gibt, glaube ich, auf beiden Seiten Diskussionsbedarf, was die Offensive und die Defensive angeht. So, jetzt müssen wir ganz komisch gucken, weil wir fotografiert werden. Oh, hier wird ein Gassenhauer nach dem anderen rausgehauen. Zum Glück habt ihr nur bedingt Ton zu Hause. Während wir das Scouting bekommen. Amara mit 9 Punkten Topscorer auf Seiten der Wiesbadener. Und auf der Trierer Seite Dirk Passivan mit 7 Punkten. Jawohl. Beide Seiten 50% geschossen aus dem Feld. Was? Wenn man sich die Statistik anguckt, beide 8 von 16. Ja, 50%. 50% aus dem Feld. Das ist so unsere Trefferquote aus dem Rollstuhl an der Freiburg-Linie. Ja, bisschen, wenn wir so weit kommen. Leider ein bisschen besser, ja. Da seht ihr die ersten 5 Minuten 10-10, dann 17-17 nach den ersten 10 Minuten. Der Regisseur hat es auch gesagt, wir kriegen dann zur Halbzeitpause auch ein paar Highlights eingespielt. Du bist ja jetzt auch schon. Also, wir waren keine Highlights, gut. Dann müssen wir uns auf das fokussieren, was auf dem Spielplatz. Auf dem Spielplatz, sage ich schon, auf dem Spielfeld passiert. Kann man so eine Marina Mohn eigentlich vergleichen mit der Mariska Bayer? Oh, der Passi waren jetzt hier. Oh, zweimal scheitert er direkt vorm Korb. Ja, vergleichen ist eine Sache, ist schwierig. Mariska ist wirklich eher eine klassische Center-Spielerin, die unter den Korb muss. Wie wir gesehen haben bei Marina, die kann, glaube ich, unterm Korb punkten, kann aber auch aus der Mitteldistanz treffen. So, Trier bleibt im Ballbesitz. Marina Mohn war noch mit den Fingern am Ball. Matze Heimbach heute erst verlängert, oder? Matze hat letzte Woche sein Go gegeben, genau. So kennen wir Dirk Passivan. André Hopp holt sich seinen eigenen Rebound. Ja, wird gefoult. Darf an die Linie. Ja, ist natürlich schwer zu verteidigen, der André, wenn der immer in der Zone drin steht mit seiner Größe. Ja, der ist auch so wuselig, ne? So. Ja, er geht nach zu jedem Ball, greift nach jedem Rebound, den er kriegen kann oder vielleicht auch nicht kriegen kann. Das macht für die Defensive natürlich nicht leichter. Trifft den ersten Verkürzer auf 18-19. Zweiten bewirft er, der quasi war los für den Ball. Immer noch Passivan auf der Ziele.
Hier zu Ryan Wright. Der Quasi-Wart steht drei Sekunden. Ja, Zweifel ein bisschen. So, jetzt André Hopp hat einen kleinen Gegenspieler gegen sich, trifft trotzdem nicht. So, der Passivan bringt den Ball. Ja, ist auf beiden Seiten. Die Trefferquote auf beiden Seiten ist noch ausbaubar. Ausbaubar, definitiv. Ja, ist das auch stark. Das ist halt, da merkt man die Weltklasse hier von. Heute noch ein Foul ziehen, ja. Hat es nicht bekommen. Schnelle Hände von Dirk Passivan. Ja, André Hopp steht mit dem Rücken zum Korb, ist natürlich ungünstig. So, Sprungballsituation. Ja, da haben sie gepennt jetzt. Genau, und Dirk Passivan sagt noch schlafen. Passivan. Diana Dazite im Zurückrollen. André Hopp mit dem Rebound. Dominic Ray. Ja, noch vorgezogen. Mariska Bayer mit dem Vorrat von hinten reingegriffen. Macht Tommy natürlich auch geschickt. Ne? Das weiß man, wer unsere Livestreams verfolgt, dass er gern dahin geht, wo es weh tut. Und es oftmals auch sehr spektakulär aussieht. Genau, richtig, ja. Zweiter Wurf von Tommy Lee Gray. Ja, Tommy ist jemand, den man auch ungern als gegnerisches Team an die Linie schickt, mit fast 60% Trefferquote von der Freiwurflinie. So. Wiesbaden machen die Räume dicht. Diana Dazite verwirft. Jim Palmer. Ryan Wright, das war natürlich jetzt, da merkt man die ganze Klasse von Dirk Passivan, spekuliert, holt sich den Ziel, weiß, dass Palmer nur die Möglichkeit hat, hier den Alley-Hoop so zu spielen. André Hopp und End One, das Foul von Dirk Passivan. So. Was sagt der? Wessen Foul war das jetzt? Mariskas, ne? 15 hat er gezeigt. Ja. Ne? Ja. Also Mariska Bayer ist Foul. Zweites Foul. Marvin Malzi kommt rein für Tommy Lee Gray. So, Trier wechselt wieder auf die kleine Formation, auf die bisschen schnellere. André Hopp bewirft seinen Freiwurf. Ah. Und Marvin Malzi holt den Ball zurück. Marina Mohnen. Boris Amara. Verwirft ebenfalls Boris Amara. Ein Punkt vor für die Rhinos. Ja, du kannst ja noch warten. So, und Foul jetzt gepfiffen. Foul Nummer 15 von André Hopp. André Hopp. Einwurf tief.
Ja, dass es ein physisches Spiel werden wird, wussten wir, glaube ich, alle von vorm Spiel schon. Zwei Mannschaften, die ich auch jetzt nach Mitte, zweites, Viertel immer noch nicht schenken. Keiner kann sich absetzen, keiner macht wirklich dauerhaft Fehler. Schön gemacht, durchgesteckt jetzt hier von Dirk Passiban. André Hopp probiert es. Mit 3-Punkte-Wurf scheitert. Ja, genau das ist, was André auch ein bisschen ausmacht, dass er nicht nur in der Zone stark ist. Er nimmt halt auch die Schüsse von außen. Nächste Punkte von Diana Dazite. Kleines Pulster jetzt. 3 Punkte vor für die Dolphins. Marina Mohnen und das Foul von Matze Heimbach greift André Hopp in den Arm. Einwurf tief für die Rhinos. Das ist natürlich jetzt eine starke Seite bei den Rhinos. André Hopp und Marina Mohnen. Genau, zwei große. Schwer zu stoppen für die Kleinen, nenne ich sie mal, für Matze Heimbach. Der Passiban. Oh, sieht man auch selten von Dirk Passiban. Was hat er da gemacht? Hat er irgendwie. Das war eine gute Frage. Hat er irgendwie. Muss er jetzt nicht aber werfen, passen oder irgendwas? Ja, es ist manchmal geht dir, glaube ich, was durch den Kopf. Und kurz davor denkst du, ah, nee, vielleicht noch keine so gute Idee. Und dann passiert genau sowas. Oh, schlechter Pass jetzt hier von Marvin Malsee. Ich glaube, wir sehen für die Zuschauer ein interessantes Spiel. Für die Trainer, glaube ich, ein Spiel zum Haare raufen, wenn Marco noch welche hätte. Ja. Und Dirk auch. Genau. Ja, schön gespielt wieder. Ja, schöner Korbleger von Jack Davy. So einfach kann Rollstuhlbasketball sein. So, Marco Hopp will die Auszeit. 5 Punkte vor für die Gäste aus Trier. Kamera trifft nicht. Dirk Passiban mit dem Ball. Rebound bei Trier. Diana Dazite nimmt den Wurf. Hat ja, aber die Zeit war runter. Den musste sie, glaube ich, nehmen. Muss den Wurf nehmen. Ich glaube, beide Mannschaften werden gut beraten, ein bisschen das Tempo rauszunehmen. Das ist schon hier. Und wieder dasselbe Trick. Ein sehr hektisches Spiel im Augenblick. Ja. Beiden Seiten. Viel Diskussionsbedarf im Team auf jeden Fall. So. Jetzt aber erstmal die Auszeit. Genau, jetzt erstmal Auszeit Wiesbaden. Zeit zum Runterkommen für Marco Hopp. Oh, Landil jetzt mit 2 vor in Zwickau. 1 Minute vor Schluss. Ist aber noch spannend. Ja. Iguanas führen mit 6 Punkten in Köln. 31 zu 25 für die Münchner. Spannende Liga. Spannende Liga, definitiv. Wir können es jetzt oft genug wiederholen. Thank you.
Wiesbaden ist, Zwickau, ja, Zwickau ist jetzt ausgehen, 50-50. Noch 30 Sekunden. Jetzt bräuchten wir so Bundesliga-Konferenz im Grundschulbasketball. So, Svenja Meier ist jetzt auf dem Feld. Kommt zu ihren ersten Minuten jetzt hier in der Partie. Kriegt genau die Ansage von ihrem Freund André Hopp. 5 Punkte vor für die Dolphins Einwurf. Ah, knapp gescheitert, Matze Heimbach. Oh, Matthias Güntner. Ja, aus der Distanz ist er stark. Also. Ja, ich bin jedes Mal auch neu begeistert von seiner Qualität. Ja. Ist einfach eiskalt. Oh, der ging jetzt daneben. Palmer sichert sich den Rebound auf Güntner. Da ist er wieder, Matze. Und die nächste Auszeit schon angekündigt von Dirk Hartmann. So, 4 Punkte Stück von Matthias Güntner. Dirk Passivan leicht errötet, ja. Gleich die Auszeit. Kennt man von ihm, er kann auch sehr, sehr emotional sein. Das gehört dazu, ja. Klar. Also, das macht ja den Sport aus. Ja, er kann jetzt nicht zufrieden sein nach der Auszeit. 4 Punkte, ja. Schon ist der Vorsprung weg. Da hat Marco Hopp anscheinend die richtigen Worte gefunden, neben in der letzten Auszeit sein Team nochmal gut eingestellt. Ja. Matze Güntner kriegt hier noch eine Massage. So, 50-50 in Zwickau, wenn ich das richtig sehe. Overtime in Zwickau gegen Landil. Oha. Hätte ich so auch nicht erwartet, ja. Aber... Ja, die Liga auch so ein bisschen in der Defensive, ne? Die ist auch so auf und ab und auf und ab. Ihr habt ja auch verloren da, ne? Genau, wir haben auch in Zwickau verloren, deutlich sogar. Was Rückspiel, war da los? Aber, ja, wir hatten einfach einen schlechten Tag in Zwickau. Zwickau hat aber auch gut gespielt, hat gut verteidigt. Gerade auch gegen Dirk und Jana gut verteidigt. Und Kalis Gabranovs gehabt, der mit 24 Punkten hat er, glaube ich, im Hinspiel gemacht. Ja. Einfach überragend getroffen hat. War eine unnötige, aber eine verdiente Niederlage, definitiv. Dirk Passivan, Svenja Meier bei ihm gewesen, jetzt André Hopp, Diana Dazite, Ryan Wright mit dem Wurf. Ja, müssen die Wurf jetzt von außen nehmen, kommt nicht mehr so in die Zone. Ja, Wiesbaden verteidigt definitiv jetzt besser und kommt vorne, wenn man sieht, Marco, André Hopp steht schon wieder in der Zone. Ja. Kommt immer wieder in die Zone. Was haben Sie jetzt? André hat auf dem Boden gelegen und müsste eigentlich an der Situation auch wieder aufstehen, wo er gefallen ist. Hat sich jetzt noch ein paar Meter weitergezogen, ist eigentlich nicht erlaubt. Deshalb war jetzt gerade die Diskussion von Jana Zieter mit den Schiedsrichtern, ob es ein technisches Foul ist oder nicht. André wurde jetzt, glaube ich, auch verwarnt. Beim nächsten Mal wird es dann ein technisches Foul geben. Ja, hat er auch so ein bisschen mit seinem Wurfglück jetzt hier quasi waren. Ja, ist noch nicht richtig drin im Spiel. Ah, das ist emotional, ne? Jetzt hier. Bam, bam, wir knallen die Rollstühle aneinander. Alles sehr dynamisch. So, Matze Güntner kann den Ball nicht kontrollieren. Der Passivan ist da. So, hier. Ah, ist richtig, richtig Pfeffer drin. Schönes Spiel für einen neutralen Beobachter. So, das lässt er sich nicht nehmen, Dirk Passivan. Auch gegen zwei Große in der Verteidigung.
ganz frei. So frei darf man die natürlich nicht zum Wurf kommen lassen. Das ist ärgerlich, oder? Haben die Wiesbadener Glück? Ein Punkt Vorsprung. Trier zur Halbzeit. Das erwartet enges Spiel. Ich glaube, auf beiden Seiten. Beide Seiten müssen jetzt die 15 Minuten nutzen, um sich nochmal ein bisschen einzustellen, was man in der Defensive vielleicht besser machen kann. Bisschen runterkommen, auch mehr, war sehr emotional. Aber ja. Auch. Ja, macht Spaß zuzuschauen, oder Bastian? Definitiv. Also das ist wieder so ein Spiel, wo ich mich ja immer freue, wenn ich das sehen darf. Enge Spiele, auch mal was, wo es ein bisschen kracht bei den Stühlen. Ja. Nicht, dass es unfair ist, aber es ist halt schon, kann man sagen, ein harter Sport. Und wenn Stuhl auf Stuhl kracht, ist halt immer schön für den Zuschauer. Genau. Genau, es muss ab und zu auch mal scheppern, ohne dass es unfair wird. Richtig. Wir holen uns jetzt vom Trommellärm und wünschen euch viel Spaß in der Halbzeitpause und wir melden uns gleich zurück hier aus Wiesbaden mit dem Spiel der Rhine River Rhinos gegen die Donick Dolphins Trier. Bis gleich.